Kartoffelspeck. Soufflé. Kartoffelpüree nach dem Grundrezept. 1/2 Grundrezept Kartoffelpüree. 400 Gramm Kürbis. Zum Beispiel Hokkaido. Salz. 100 Gramm Frühstücksspeck in Scheiben. 50 Gramm Butter und Butter für die Tassen. 2 Eier. 100 Gramm CR und Nefraike, 100 Gramm Parmesan. Pfeffer, Gier. Muskatnuss. Zubereiten. Kürbis waschen, würfeln und 300 Gramm abwiegen. Kürbis in wenig Salz und bekanntes Zeichen Wasser zugedeckt in 10 bis 15 Minuten weich kochen. Mit einem Kartoffelstampfer grob zerstampfen. Backofen auf 180 Grad, unbekanntes Zeichen Luft, 160 Grad, vorheizen. Speckscheiben halbieren. 4 ofenfeste Tassen, e 250 ml in unbekanntes Zeichen Halt, fetten und den Tassenrand mit Speck unbekanntes Zeichen Scheiben auslegen. Eier trennen, Eiweiß mit einem Prisensalz steif. Schlagen. Butter zerlassen. Eigelbe mit Creme Fraiche, Kartoffelpüree, Butter, Parmesan und Kürbis verrühren. Mit Salz, Pfiff unbekanntes Zeichen Pfeffer und Muskat abschmecken. Eischnee unterheben, Maße in die Tassen füllen und auf ein Backblech stellen. Soufflé im Ofen auf der zweiten Schiene von unten ca. 40 Minuten backen. Heiß servieren. Schmandkrönchen mit Lachs. Kartoffelpüree nach dem Grundrezept. Zubereiten. Petersilienwurzeln schälen, putzen und würfeln. In wenig Salzwasser 15 Minuten kochen, in ein Sieb abgießen. Petersilienblätter hacken. Beides mit Schmand pürieren. Schmandmix und 2 Ei unbekanntes Zeichen gelbe unter das Püree rühren. Den Backofen auf 220 Grad, Umluft. 200 Grad, vorheizen. Backblech mit Backpapier belegen. Püree in einen Spritz unbekanntes Zeichen Beutel mit großer Sternhülle füllen, kleine Häufchen auf das Blech spritzen. Übriges Eigelb mit Milch verrühren. Kartoffel unbekanntes Zeichen Krönchen damit einpinseln und im Ofen 10 bis 15 Minuten backen. Herzogen Kartoffeln mit Lachs und Quark in Schalen oder auf Tellern anrichten, eventuell mit Salat garnieren. H-Grundrezept Kartoffelpüree. 250 Gramm Petersilienwurzeln Salz. 1 Bund Petersilie. 100 Gramm Schmand. 3 Eigelb. 2 Ml Milch. Außerdem 150 Gramm Räucherlachs. 400 Gramm Kräuterquark. Kartoffelpüree. Himmel und Erde. Kartoffelpüree nach dem Grundrezept. Grundrezept Kartoffelpüree, siehe Rezept auf Seite 18. 3 Zwiebeln. 2 Ml Mehl. 5 Ml Butter. 3 rote Äpfel, zum Beispiel Elster. 4 Zweige Majoran. 4 Geflügelbratwürste, 400 Gramm. Butterschmalz zum Braten. 1 Bund Schnittlauch. Zubereiten. Zwiebeln abziehen, in Ringe schneiden, mit Mehl bestäuben. In 2 Ml Hai unbekanntes Zeichen Sehrbutter rösten, auf Küchenpapier Abtrub unbekanntes Zeichen fehlen lassen. Äpfel waschen, achteln, Kern unbekanntes Zeichen Gehäusen entfernen. Äpfel in Blättchen schneiden. In übriger heißer Butter, 3 Ml, anbraten. Majoran, fein hacken, zu den Äpfeln unbekanntes Zeichen Fellen geben. Würste im heißen Schmalz rundum braten. Schnittlauch in Röllchen schneiden. Die Hälfte der Röstzwiebeln grob hacken. Gehackte Zwiebeln mit der Hälfte der Äpfel und dem Püree verrühren. Mit Bratwürsten auf Tellern anrichten. Übrige Zwiebeln, Äpfel unbekanntes Zeichen fehlen und Schnittlauch darüber streuen. Sepiazpai mit Rosenkohl. Püree nach dem Grundrezept zubereiten. Rosenkohl putzen, waschen, eventuell halbieren, Strunk jeweils kreuzweise einschneiden. Suppengemüse waschen, putzen, eventuell schälen. Möhre und Sellerie klein würfeln, Lauch in feine Ringe schneiden.
Rosenkohl in Salzwasser 15 Minuten kühlen lassen, 5 Minuten vor Garzeitende übriges Gemüse dazugeben. Alles in ein Sieb abgießen. Knoblauch abziehen, durch unbekanntes Zeichen pressen. Hack in einer Pfanne in der heißen Butter braten. Gemüse, Knoblauch und unbekanntes Zeichen Mehlmark hinzufügen und kurz mitbraten. Mit Brühe ablöschen. Alles aufkochen und mit Salz, Pfeffer und ein Prisen Zucker würzig abschmecken. Ofen auf 200 Grad, Umluft, 180 Grad. Vorheizen. Eine Auflauf- oder Pieform fetten, Hackmasse einfüllen. Käse reiben. Die Hälfte unter das Püree rühren. Püree mit einem Esslöffel locker auf dem Hackfertig unbekanntes Zeichen lehnen. Übrigen Käse darauf streuen. Ein Grundrezept Kartoffelpüree. 500 Gramm Rosenkohl. Ein Bund Suppengemüse, Möhre, Sellerie, Lauch, Salz. 2 Knoblauchzehen. 500 Gramm Lammhack, ersatzweise gern. Hack. 2 el Butter und Fett für die Form. 2 el Tomatenmark. 100 Milliliter Brühe, Instant, Pfeffer, Zucker. 150 Gramm Cheddar-Käse. Ersatzweise Gouda.